Abend bei Drei am runden Tisch. Es war eine Woche mit viel politischer Veränderung in den USA und mit dem Ende der deutschen Regierung auch in Europa. Und wir mittendrin als eine der Kulturnationen des europäischen Kontinents. Macht Politik und Kultur, was bewirkt das eine für das andere? Wir sind weltweit bekannt für Donauwalzer, Klimt und Schiele. Doch was braucht die Kultur bei uns in Österreich an Budget, Leistungen und vor allem Sicherheiten, gerade jetzt, wo alle von einem notwendigen Sparkurs in der nächsten Regierung reden? Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und heute Herausgeberin und Kunstsammlerin Eva Dichern sind gekommen, um vor allem miteinander zu diskutieren. Herzlichen Dank, dass Sie beide da sind. Um gut in die Sendung zu finden, ein kurzer Word-Rap. Frau Dichern, überrascht gewesen am Mittwoch vom Ausgang der USA-Wahlen? Nicht überrascht, aber von dem Ausmaß, wie er gewonnen hat, dann doch. Nein, ich glaube, dass es eine große Teile, schon aus keinem anderen Grund, als dass es große Bevölkerungsteile gibt, die keine Frau im Weißen Haus sehen wollen, die keine schwarze Person dort sehen wollen und schon gar keine schwarze Frau. Also schon deswegen muss man, glaube ich, nicht wahnsinnig überrascht sein. Herr Roščić, Macht und Kunst, gehört das zusammen? Nein. Klare Antwort. Nein. Nein. Was assoziieren Sie, Herr Roščić, mit dem Gefühl Wärme oder auch Nest momentan? Ich kann mit Nest derzeit nur assoziieren, neue Staatsoper, kurz Nest, also ein neues Opernhaus für Kinder, für Jugendliche, für Familien. Und das eröffnen wir am 7. Dezember am Karlsplatz. Ja, Geborgenheit, ein eigener Raum, oder? Der ihm für das zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, das hätten Sie jetzt auch gleich assoziiert, Nest mit neuer Staatsoper? Ja, zufällig, weil ich das natürlich kenne, aber Nest ist ein sehr netter Ausdruck für irgendeinen geborgenen Raum, weil ja die Staatsoper doch für kleine Kinder zwar beeindruckend, aber doch dann sehr riesig ist. Also das Wortspiel ist nicht ganz unabsichtlich. Stichwort Oper ist für viele Menschen auch Stichwort Opernball. Frau Dichern, wer wird als Kanzler 25 beim Opernball sein? Hoffentlich haben Sie es bis dorthin schon ausdiskutiert, weil wenn Sie in dem Tempo weiter tun, glaube ich, werden wir noch keinen Bundeskanzler haben. Aber keine Ahnung, also so wie es im Moment ausschaut, der Herr Dr. Nehammer nehme ich an. Also alle, mit denen man spricht, sagen, es gibt im März eine Regierung. Von daher, glaube ich, wird das schon aus diesem Grund richtig sein. Gut, dann schauen wir noch mal in die große Welt, auf die Weltbühne, in die USA. Quo Vadis, Kulturnation Österreich ist unser Thema. Aber jetzt, wenn so ein Land so gespalten ist wie die USA, was wird da künstlerisch rauskommen dabei? Ist das auch vielleicht ein positiver Impact für die Kulturszene dort? Ich glaube, dass das nicht erst dieses Wahlausgangs bedurft hätte, aber dass es besondere Anregungen gegeben hat in den letzten paar Jahren. Der ganze Trumpismus, es gab ja schon mal 4 Jahre und die letzten 4 Jahre war auch nicht gerade weg. Das wäre mir entgangen. Ich glaube, dass das unglaublich unberechenbar ist. Außer man macht nicht Kunst, sondern Kunstgewerbe und davon hat es auch genug gegeben. Also es kann in einer gewissen Art, glaube ich, auch inspirierend sein. Also ich glaube schon, ich habe heute gepostet von einer Literaturnobelpreisträgerin so eine Ansage, sozusagen, das ist jetzt die Zeit, wo wir dürfen nicht leiden und wir dürfen nicht nachgeben und wir dürfen nicht nur kritisieren, sondern man muss aufstehen, man muss machen, man muss schreiben, man muss produzieren, man muss Ausdruck machen, weil nur so kann man die Welt heilen. Und ich finde, das ist schon die Aufgabe der Kunst ein bisschen. Also natürlich kritisch, aber nicht nur kritisch, ja. Also ich glaube auch, dieses sozusagen jemanden immer nur so in irgendein Eck stellen und da kommt man nicht weiter, wie man sieht. Auf der ganzen Welt geht es eher noch stärker in die Richtung, je mehr es kritisiert wird. Und die Kunst zum Beispiel zum Thema Migration in Europa hat, glaube ich, schon eine wichtige Rolle. Also da gibt das, man hat das ja gesehen bei der letzten Biennale in Venedig, aber es gibt noch immer zu wenig Künstler, die sich mit dem, also angewandte Kunst beschäftigen, weil das ist einfach das größte gesellschaftspolitische Thema Europas im Moment. Und auch in den USA anscheinend. Ich kann da überhaupt nicht widersprechen, aber ich würde trotzdem verteidigen das Recht jeder Künstlerin, jedes Künstlers, das alles zu ignorieren und sich irgendwas auszudenken, das erstens mit dem niemand gerechnet hat, sonst ist es auch kein originäres Kunstwerk. Und das Zweite ist, wie gesagt, das alles ignoriert, auch nicht über die eigene Befindlichkeit redet, das kann der Kunst immer sehr abträglich sein, sondern
von irgendwo nach irgendwo geht, um die Tagesaktualität links liegen ist, das macht es nicht weniger valide, finde ich. Ja, nur darf ich nur ganz kurz was sagen, es ist ja in dem Fall keine Tagesaktualität. Also Tagesaktualität ist, ich weiß nicht, wenn irgendwo 300 Menschen erschossen werden beim Attentat, okay. Aber das ist schon eine Zeitgeistströmung, die dermaßen alles prägt, ja, also alles prägt in unserem Privatleben, im öffentlichen Leben, im Umgang miteinander. Es gibt keinen Diskurs mehr. Es gibt wirklich Probleme, die es vorher nicht gab. Also es kommen Umweltkatastrophen auf uns zu. Und da glaube ich schon, das war ja immer die Aufgabe, wenn man denkt, in den 50er, 60er Jahren, die Künstler, die darauf hingewiesen haben, auf Frauenrechte, auf freie Sexualität, also dann auch weiter noch mit AIDS und. Also ich finde, vielleicht auf Tagesthemen haben sie schon recht, aber bei so großen Strömungen, glaube ich, ist es schon eine Aufgabe auch von Künstlern, also nicht eine Aufgabe, aber viele, die in dem Leben nehmen das auf, und arbeiten dann aus dem heraus, zumindest in der bildenden Kunst. Man kann mit dem, was da passiert ist, ja vielleicht eh nur mit den Mitteln der Kunst fertig werden. Also ich habe ja dort auch lang gearbeitet, habe Freunde, Kollegen. Und die Frage, die sich die meisten stellen, ist ja, wie ist das möglich, dass ein Mensch ohne jegliche sichtbare, positive Qualität der mächtigste Mensch der Welt wird? Und da gibt es immer sehr einfache Antworten. Ein Kollege, der dort auch seit Jahrzehnten arbeitet, meinte, du, die schauen sich an, was kosten Lebensmittel und was kostet das Benzin. Und wenn das nicht passt, muss es einen Wechsel geben. Aber ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Wie tief muss ein Brunnen an Angst und an Zorn sein? Was muss angerichtet worden sein, damit am Ende einer solchen Wahl so eine Figur rauskommt? Und vielleicht ist es wirklich so, dass nur die Kunst darauf eine Antwort haben kann. Ich habe nichts gelesen, das ich auch nur annähernd plausibel finde oder das Thema wirklich abdecke. Kommen wir nach Österreich. Da gibt es bekanntlich Sondierungsgespräche, voraussichtlich relativ bald Koalitionsverhandlungen. Was sind so die größten Versäumnisse und vielleicht auch die Erfolge der vergangenen Jahre in der Kulturpolitik gewesen? Also ich spreche von einem sehr privilegierten und eigenen Standpunkt. Ich kann nur für die Staatsoper sprechen. Für Menschen, die in der freien Szene arbeiten müssen, stimmt das alles, was ich jetzt sagen würde, vielleicht überhaupt nicht. Aber ich kann sagen, dass sicher eine Leistung, und zwar eine große war, wie die Kulturinstitutionen durch Corona gebracht wurden. Und das soll man nicht unterschätzen. Das große Versäumnis aus meiner Sicht ist das Nicht-Einlösen oder das Nicht-Umsetzen einer Maßnahme, die im Regierungsprogramm drin gestanden ist. Und das ist die berühmte Valorisierung der Subventionen an Kulturinstitutionen. Vielleicht muss ich das kurz erklären. Wir bekommen jährlich eine Subvention, aber die Staatsoper, die Kosten der Staatsoper bestehen fast nur aus Personalkosten. Und wir hängen dran am Gehaltsabschluss der Beamten, ja, obwohl es keine mehr gibt an der Oper. Und wenn das dann um über 7% oder jetzt über 9% nach oben geht, kann das überhaupt nicht bewältigt werden. Die Subvention wird aber nicht entsprechend angepasst, als würde am Opernring die Inflation nicht gelten. Das heißt, der Operndirektor muss sowas wie betteln gehen vielleicht für sein nächstes Budget beim nächsten Kulturminister, Ministerin? Mehr kämpfen, oder? Nur sagen wir so, wir haben gerade dem Aufsichtsrat berichtet von der abgelaufenen Saison. War die erfolgreichste in der Geschichte des Hauses. Auslastung knapp, also fast 100%, also über 99,9, Rekordeinnahmen, auch in allen anderen Punkten. Und trotzdem könnte ich dem Aufsichtsrat, jetzt hätte ich im Oktober nicht präsentieren können, ein genehmigungsfähiges Budget für die nächste Spielzeit. Die beginnt aber in 10 Monaten. Ich plane aber nicht die nächste Spielzeit. Ich bin jetzt bei 28, 29. Und es wird wie selbstverständlich erwartet, dass Premieren stattfinden, dass die Größten der Welt dirigieren, singen. Also es ist einfach kein Zustand. Und wir sind ja nicht ein privates Theater, das beim Staat um Hilfe ansucht. Das gibt's auch. Sondern wir sind ja Eigentum der Republik und durch ein Gesetz geregelt. Sie haben gesagt, mehr kämpfen. Was sagt die Managerin Eva Dicher, naja, der Direktor? Bin, ja, wie soll er mehr kämpfen? Nein, aber ich bin zum Beispiel Aufsichtsratsvorsitzender der Medizinischen Universität, also Uniratsvorsitzender. Das ist zwar keine Staatsoper, aber es ist ein ähnlich systemrelevantes
Konstrukt sozusagen oder eine Universität, die ganz wesentlich ist, und die haben das gleiche Problem. Also die müssen das immer wieder neu verhandeln, zuerst mit dem Betriebsrat, dann mit dem Ministerium. Gewisse Sachen sind valorisiert, gewisse Sachen nicht. Das Problem, glaube ich, eher im Moment ist, dass wenn man, also ich habe hier das Inhaltsverzeichnis des letzten, also des jetzt ablaufenden Regierungsprogrammes, das sind 6 Punkte im Inhaltsverzeichnis und das sind also Staat, Gesellschaft, Transparenz, Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Wissenschaft, soziale Sicherheit, Europa, Migration. Mit keinem einzigen Wort, auch nicht in den Unterworten, kommt das Wort Kultur vor. Und das ist natürlich ein bisschen sozusagen, wenn wo gespart wird, wird ja oft wo gespart, wo jemand, der damit nicht so wahnsinnig ein nahes Verhältnis hat, sehr schnell einmal spart. Und wir sind eigentlich ein Land, was sich natürlich definiert über Kultur, vor allem im Ausland, also hauptsächlich, nachdem wir also nicht so wahnsinnig gesegnet sind mit Nobelpreisträgern. Also wir hatten ja heuer oder letztes Jahr, glaube ich, einen Medizin-Nobelpreisträger, aber sozusagen definieren wir uns natürlich sehr, sehr stark über das, und das kommt schon ein bisschen unter die Räder. Und ich finde, eines der größten Versäumnisse der jetzt abgelaufenen Regierung war, dass man eigentlich auch wenig Politiker in einer Staatsoper, bei den Salzburger Festspielen, in Museen, bei Eröffnungen gesehen hat, weil es ihnen halt einfach nicht wichtig war. Und das ist sicher ein Versäumnis, weil das ist auch ein Bild, das es nach außen prägt, ja. Und man ist dann bei den Salzburger Festspielen, da sitzt dann zwar die Merkel oder irgendwelche deutschen Politiker. Bleiben wir mal bei der Oper. Hat die Oper zu wenig quasi Backup von der Politik? Kommt drauf an, mit wem Sie reden. Aber das wichtigste Backup ist dann halt Geld. Ja. Aber ich merke schon, dass in Gesprächen mit manchen aktiven Politikern, dass bestimmte Fakten nicht bekannt sind. Es gibt Studie um Studie, jetzt gerade eine aktuelle der Wirtschaftskammer, das machen nicht wir, das machen Leute, die sich mit sowas auskennen, wo rauskommt, dass nur der direkte fiskalische Effekt des Betriebs der Staatsoper, die Steuern und Abgaben, die dadurch direkt an den Finanzminister gehen, fast exakt entsprechen, wirklich fast auf den Euro der Subvention. Darüber beginnt dann ein zusätzlicher Beitrag zum BIP, also zum Bruttoinlandsprodukt, den haben die errechnet mit 270 Millionen. Das heißt, die Staatsoper ist kein Kostenfaktor, sondern ein Wirtschaftsfaktor und ein Standortfaktor. Das heißt, wenn die Staatsoper nicht Abgaben machen müsste, könnte sie sich quasi selbst erhalten und bräuchte keine Subventionen? Der Staat verdient daran. Ja? Statt dass er, wenn man das sich solide anschaut, ist es, wie gesagt, kein Kostenfaktor. Und das ist zum Beispiel vielerorts politisch überhaupt nicht bewusst. Ja, wusste ich auch nicht. Aber das ist ja meine Rolle dann auch. Die Geschäftsführung muss dann... Da würde ich aber vorsichtig sein, wenn man das erzählt, weil ich kann Ihnen schon sagen, was als nächstes kommt. Dann sagt der Finanzminister, dann brauchen Sie ja keine Subventionen. Ja? Also es ist natürlich, zeitverzögert kommt das natürlich zurück. Ja, aber das wäre also wär Milchmädchenrechnung, ja, weil die Abgaben kann ich mir nicht und die Steuern kann ich mir nicht in die eigene Tasche stecken, sondern die kriegt er. Ich versuche nur Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder, das wird so leicht dahingesagt, auch in der Öffentlichkeit, ja, die wollen immer mehr Geld und das kostet so viel. Das stimmt einfach nicht. Die Republik verdient zum Beispiel an der Staatsoper. Und daher ist es, finde ich, ist es vollkommen legitim zu sagen, wir wollen nicht mehr Geld. Es geht uns, was Publikum betrifft, so gut wie vielleicht noch nie. Gleichzeitig haben wir Sorgen, wie wir sie nie gehabt haben, dass man also ein Jahr im Vorhinein nicht weiß, ob es einen nächstes Jahr eh noch gibt. Wobei in dem Fall muss man schon sagen, das war eine Staatssekretärin, die am Tag nach der Wahl zurückgetreten ist. Also als ob jetzt irgendwie, was weiß ich, die Welt untergehen würde, während ja alle anderen Minister noch im Amt sind. Also man hätte das anders lösen können. Ja. Aber davon, ich meine niemand Konkreten, davon hängt das ja auch nicht ab. Es muss ja sowas für eine... Das nächste Budget hängt schon davon ab, weil die Museen zum Beispiel sind die Budgets fertig und sind bereits abgegeben. Wir haben zuerst über das NES gesprochen, neue Staatsoper, eine Oper für Kinder und Jugendliche vor allem, erbaut von einem Bauunternehmer. Der hat alles hingestellt, schlüsselfertig übergeben an die Staatsoper, also ein Mäzenentum, ein sehr großzügiges. Bräuchte es davon mehr in Österreich? Einerseits kann man sagen, selbstverständlich, denn wir kriegen, also beim Bau gab es einen symbolischen Beitrag, so eine Sonderzuwendung, aber wir kriegen das Gebäude übrigens auch mietfrei auf unlimitierte Zeit, aber auch bei den Betriebskosten, Personalkosten, Produktionskosten gibt es keinen
zusätzlichen Cent und es entsteht ein ganzes neues Opernhaus. Daher könnte man sagen, ja, es braucht unbedingt mehr Mäzene. Andererseits könnte man auch sagen, die Finanzierung solcher Aktivitäten ist Aufgabe des Staates. Die Staatsoper heißt Staatsoper, weil nur der Staat sie ermöglichen kann im Sinne der Allgemeinheit. Also da bin ich durchaus gespalten in der Antwort. Ich glaube, dass das Ideale irgendwo in der Mitte liegt, weil die Staatsoper ist natürlich sozusagen das Spitzeninstitut, das zieht auch am meisten Sponsoren an und hat natürlich auch am meisten, das kann man natürlich diskutieren, Berechtigung, aussubventioniert zu sein, genauso wie große Museen in Frankreich und überall. Ja. Und zieht natürlich auch mehr Leute aus der Privatwirtschaft an. Aber sozusagen, je weiter man runter in der Hierarchie geht, desto schwieriger wird es natürlich schon für die Kleinen. Und viele leben eben davon, also jetzt vom Sportverband bis zum kleinen, irgendwelche kleinen Theater, die Sponsoren haben. Und das ist nicht wahnsinnig ausgeprägt in Österreich. Also. Sie sind eine Kunstsammlerin, ich sage jetzt nebenberuflich, hauptberuflich weiß man, was Sie tun. Fördern Sie junge Künstlerinnen und Künstler? Wie tun Sie das? In der Kunst finde ich, das ist persönliche Meinung, förderst du einen Künstler am meisten, wenn es dir gefällt und wenn du seine Kunstwerke kaufst, ja, von jungen Künstlern, weil erstens kann der dann leben davon ein paar Wochen oder ein paar Monate, je nachdem, wie viel es kostet. Und das ist auch für Selbstbewusstsein gut und man kann es auch ausstellen und herzeigen und so. Und da ist das ist sehr, sehr dünn gesät in Österreich. Also die Leute geben aus, ich weiß nicht, 3000 Euro für Blumenschmuck bei irgendwelchen Essen und haben dann im ganzen Haus Schwarz-Weiß-Fotos der Kinder, wo ich mir manchmal schon denke, das kann ja nicht wahr sein. Und wenn man mit den internationalen Kuratoren, da gibt es das Curated By, da kommen also wirkliche Stars der Kuratorenszene nach Wien und die Galerien stellen den Space zur Verfügung und die machen mit jungen Künstlern und die Sachen kosten, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Euro und das kauft. Es wird ihm so wenig verkauft. Also das warum ist glauben schon, Sie das? Das Publikum zu konservativ? Also das Opernpublikum ist ja auch sehr konservativ in Österreich. Ist Österreich überhaupt zu konservativ? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ein Dogma von mir ist, es gibt das Publikum nicht. Es gibt nur Leute, die vielleicht es gewohnt waren, jetzt zum Beispiel an der Oper über die letzten 30 Jahre, dass ihre Meinung zählt und alle anderen nicht. Aber es gibt im Publikum gibt es alles Mögliche und das ist überhaupt keine einheitliche Meinung. Das kann man auch jeden Abend dort erleben. Was den Kunstmarkt betrifft, also ich weiß nicht, kann ja sein, ich bin vielleicht bei den falschen Leuten eingeladen, aber Sie brauchen ja nur in der Wiener Innenstadt durch ein paar Galerien, durch ein paar Einschlägige zu gehen. Also es ist beeindruckend, was da aufgerufen wird. Also einen Markt gibt es sogar hier. Ja, aber denen geht es sehr schlecht im Moment. Und, also es ist sozusagen nicht zu vergleichen mit der Schweiz oder Frankreich oder England, wo sozusagen wirklich Heerscharen von Menschen, die Museen fördern und Kunstprojekte machen und Art Foundations gründen. Also, wenn man sich Ist es die Bildung, ist es Biedermeier, Kokonin, wir sind lieber zu Hause, wir kaufen uns lieber es noch ein Es sind ein paar schon steuerliche Anreize. Es ist bei uns natürlich, dass die Zuwendungen zu Institutionen begrenzt auf 10% des Steueraufkommens. Und es gibt etwas, also das, ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig interessant ist, dass du sozusagen, wenn du jetzt eine große Anwaltskanzlei oder so hast, kannst du Kunst, die du dort aufhängst, nicht irgendwie steuerlich verwenden. Und das gibt es in vielen anderen Ländern schon, wodurch natürlich viele sozusagen eher niederpreisige im Umfeld Kunst kaufen, die sie dann in ihrer Bankversicherung oder Dings. Das ist eine Kleinigkeit. Ich glaube, es hat auch den ganz banalen Grund, dass einfach weniger Kaufkraft hier unterwegs ist in dieser Stadt als zum Beispiel in Zürich oder in London. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben so viel wohlhabende Leute. Das Problem ist, dass die letzten Jahrzehnte, also wenn Ausländer nach Wien kommen, Privatsammlungen anschauen, gibt, die kannst du auf einer Hand abzählen, die man vergleichen kann in anderen Städten. Also vor allem die Deutschen zum Beispiel haben große Sammlungen. Also es liegt schon an der Mentalität und der Kultur. Ja? Und was der Grund ist, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist es ein steuerlicher Grund. Dann schauen wir voraus. Ich bin immer so neugierig. Wer soll denn Shortlist? Zwei Namen. Wer soll denn neue Kulturministerin, neuer Kulturminister werden? Gehen wir jetzt mal aus von dieser sogenannten Zuckerl-Koalition. Also ich werde den Teufel tun, hier auch nur einen Namen zu nennen, schon weil ich Personen, die ich schätze, nicht schaden möchte. Ja. Aber mein Vorschlag wäre, es soll jede und jeder Kulturminister werden,
die sich dafür interessieren, die finden, das ist das wichtigste Ressort überhaupt, weil sie vielleicht eine andere Sichtweise auf die Welt haben. Da wäre schon viel geschafft. Bis jetzt, wir hatten ja gar keinen Kulturminister, wir hatten ja sozusagen nur eine Staatssekretärin. Es wäre schon nicht schlecht, wenn das wieder ein Ministerium wäre. Also auch für die Außenwirkung, finde ich. Also deckungsgleich, es soll ein Bundesministerium sein, kriege ich von Ihnen einen Namen für eine Shortlist? Ja, es gibt einen Haufen Leute, glaube ich, die es gerne machen würden. Ja, hat mir vorher jemand gesagt, wenn man die nennt, dann schadet man ihnen. Also werde ich mich da jetzt auch zurückhalten. Aber ich muss also sagen Sie nicht sagen, die Number One, sagen nein, Sie aber Number ich muss two. Ehrlich sagen, es wäre nicht schlecht, wenn das jemand jüngerer wäre, mit viel Elan, der auch sich beschäftigt, auch in der Kunstwelt und auch in der Opernwelt kommt auf uns eine Digitalisierung zu, eine Social Media, ein Public-Bereich, eine AI, ein 3D-Räume. Und auch auf das muss man ein bisschen eingehen, weil man kann nicht immer gleich weiter tun und sich denken, an uns geht's vorbei und alle anderen machen es dann, ja. Also viel Digitalisierung würde ich von uns nicht erhoffen und viel AI auch nicht, weil wir werden, ich prophezeie Ihnen und uns, wir werden der letzte gesellschaftliche Ort sein, wo man in dieser hochartifiziellen, verrückten Welt, ja, wo nichts realistisch ist, aber hoffentlich vieles wahr ist, es wird der letzte Ort der gesellschaftliche sein, wo man sicher ist vor Digitalisierung und AI. Da erinnern aber, Sie mich an das Sprichwort, nicht. Karl Kraus hat gesagt, wenn die Welt untergeht, möchte ich in Wien sein, weil dort passiert das erst viel später. Aber ohne AI wird auch Österreich nicht weiterkommen. Aber zum Beispiel, um ein positives Beispiel zu nennen, du kriegst, ich weiß nicht, wie viele Menschen gehen in die Staatsoper rein? 3.500 oder? Nein, 1.700 Sitzplätze, okay, 435 Stehplätze. Ja. Gut. Und sozusagen, wenn man jetzt ein bisschen, da braucht man gar nicht so viele Jahre vorausdenkt, wird es Räume geben, wo sich jemand mit diesen Utensilien reinsetzt und der glaubt, der sitzt in der Staatsoper und der kann auch in Shanghai sein oder in Uganda und kann auf der ziemlich gleichen Qualität, wie es der vor Ort hört, das sehen, vielleicht sogar fühlen, riechen, anhören, wie, was auch immer es geben wird. Und das finde ich nicht schlecht, weil das natürlich Menschen den Zugang ermöglicht, die erstens nicht vor Ort sind oder es sich nicht leisten können. Wer weiß, wenn sozusagen Subventionen gestrichen werden. Und deswegen finde ich, muss man sich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigen. Ich glaube, er hört es aber nicht gern, wenn Sie ihm sagen, die Oper wird quasi abgeschafft. Nein, die wird nicht abgeschafft, die bleibt genauso, ja wie nicht. Sie ist. Denn du das, kannst im Wohnzimmer auch so empfinden. Denn das, was nach Uganda transportiert werden soll, digital, muss ja auf irgendeiner Bühne stattfinden. Ja, ja. Und von daher ist es für mich einfach ein Transportmittel. Ich rede ja von nicht davon, wie man sich Werkzeuge zunutze macht, zum Beispiel damit möglichst alle Zugang haben zu dem, was auf der Bühne passiert, unabhängig davon, ob sie zum Beispiel ein Ticket ergattert haben oder nicht. Sondern ich rede davon, was uns begegnet, wenn wir ein Handy aufmachen, wenn wir eine App aufmachen, was noch fester Boden unter den Füßen ist, was nur noch manipuliert ist, was von einem Menschen gemacht ist, was von einer Maschine gemacht ist. Das sind wichtige Distinktionen. Ich werde jetzt das gleiche Problem kriegen, dass man die Stimme so optimieren kann, so wird dann niemand mehr singen können. Ja? Weil die können dann die Stimme von der Callas mit der von der Netrebko so schneiden, dass sozusagen in der gehörten Wahrnehmung 99% der Menschen sagen, das ist die schönste Stimme, die sie jemals gehört haben. Es wird es leider alles geben. Ja oder nein? Richtig oder falsch? Emotion gibt es natürlich nicht. Ja, also braucht man gar nicht reden, also abschaffen, also, das ist, man schafft ja auch ein Buch nicht ab. Eva Dichern gibt sich die Antwort selbst. Eva Dichern gibt sich die Antwort selbst. Ich will wissen, wenn wir so reden, Oper für alle, dann fällt mir natürlich ein, Staatsoper elitär, natürlich hochpreisig. Gibt es da Ideen, Pläne, dass Sie sagen, dass es auch ein bisschen niederschwelliger werden könnte? Ui, das jetzt brauche ich Zeit. Also erstens, es stimmt nicht. Gibt es im Fernsehen nie. Es gibt sehr teure Karten, aber man kann die größten, also man kann dieses Orchester und die größten Künstler der Welt auf der Bühne und im Graben, kann man hören, für 4 Euro, da fängt es einmal an. Also das stimmt so einfach nicht. Stehplatz? Natürlich. Und es gibt auch Sitzplätze um 15 Euro. Also für 5 Euro braucht man aber eine Bundestheaterkarte. Sonst Kinderkarten, die kostet ja nichts. Kinderkarten, U27-Karten, Generalprobe für 10 Euro. Das stimmt so einfach nicht. Die Oper kann, aber zweitens, wir haben ja geredet von der Finanzierung von zum Beispiel einem Bundestheater. Die Staatsoper hat einen sogenannten Eigendeckungsgrad, der absolut rekordverdächtig ist. Das heißt, die Republik erwartet von ihr einen großen Prozentsatz ihres Jahresbudgets. Über Tickets, so ist es halt, auch bei den Museen. Ich würde sehr gerne die Tickets noch weiter verbilligen, aber ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig sein wird politisch. Naja, es ist ganz einfach, kriegst du 100 Millionen mehr, dann kannst du die Tickets verschenken. So, genau beim Museum ist es genauso. Also aber stelle ich mir das so vor, also jetzt mal der Herr Rostitsch geht dann zum neuen Bundesminister, Bundesministerin für Kultur und Medien, so hört man, und sagt, hör zu, ich habe eine Idee und
das hätte ich gern, dass das umgesetzt wird. Das ist eine schöne Vorstellung und man könnte da wahrscheinlich einen Film drehen. Ich fürchte aus allem, was ich weiß und was ich bisher erlebt habe, das ist vollkommen unrealistisch. Es geht, wie gesagt, uns geht es eher darum, dass wir das, was wir derzeit bekommen und nachhaltig und sicher bekommen, aber das bedeutet auch, dass wir weiterhin den Prozentsatz selber verdienen müssen. Ich glaube nur, dass es Modelle gibt. Das Wien-Museum ist da vorangegangen und das wurde politisch möglich gemacht, dass man freien Eintritt hat. Das hat dem Museum nicht geschadet. Und von daher, selbstverständlich könnte sich ein Politiker, eine Politikerin mit Ideen sogar damit auseinandersetzen. Man könnte das einmal durchrechnen, aber ich halte das derzeit für vollkommen irre. Naja, bräuchte es aber, weil wir reden über Budgets, bräuchte es aber für die Kunst- und Kulturszene nicht realistischerweise, weil Sie sagen, Sie planen 28, bräuchte es da nicht in Wirklichkeit das, was es nie, sehr selten gibt in der Regierung, Doppelbudgets? Das nutzt ja nichts. Es ist eher das Anerkennen. Sie ja immer nur Jahresbudget, weil zum Beispiel die Museen werden schon, die Unis werden ja budgetiert auf mehrere Jahre. Es gibt auch öfter eine Summe über mehrere Jahre, aber wie ich sage mal, diese Summe wird nicht angepasst an die Realität ihres Werts. Weil jetzt die Lohnkosten und von daher, und über das Budget 28, 29, das heißt, ich plane, ist ja kein ganz unangenehmes Fahrgefühl, kein angenehmes Fahrgefühl. Ich bin immerhin Geschäftsführer einer GmbH, ja, der auch für bestimmte Dinge zum Beispiel haftet. Ich plane 28, 29, als würde es die Wiener Opernglorie immer geben. Herr Roschel, Sie sind schon auf ganz hohem Niveau. Also haben das Glück, dass Sie das Spitzeninstitut leiten und alles andere ist Kategorien drunter. Sie haben natürlich recht, ja. Aber stellen Sie sich mal vor, wie es denen geht, die kleinere Häuser leiten, die nicht diese Auslastungen haben, also die noch den Vorwurf kriegen, dass sie sozusagen nicht 99% Auslastung haben, sondern 30, 40, 50, 70 und dadurch immer unter Budget sind und so. Also, ich habe vorhin gesagt, ich habe eine sehr privilegierte Weltsicht. Es ist übrigens aber auch eine Leistung, das zusammenzubringen. Es gilt für alle Aktivitäten, wenn das wir sind ja, wie gesagt, es ist ja nicht mein Wille, Oper zu spielen, es gibt ein Bundesgesetz dazu, aber wenn man sagt, diese Aktivität soll es geben, muss man sich, finde ich, es ist Eigentum des Staates, Eigentum der Allgemeinheit, muss man sich Gedanken machen, wie es das nachhaltig geben kann, sodass man nicht jedes Jahr die Existenz begründen muss. Stichwort Gedanken machen. Ich mache mir seit einigen Tagen, seit ich mich auf die Sendung vorbereiten durfte, Gedanken über die Staatsoper, über den Opernball. Frau Dichernd, braucht der Opernball einen Nachfolger, eine Nachfolgerin für, Sie wissen vielleicht schon, was kommt, Dichernd Lugner? Also ich glaube, der Opernball braucht weniger, eher vielleicht die Medien. Ich glaube, das ist die Antwort. Hundertprozentig dabei. Aber es wird sich sicher jemand finden. Ich habe keine Vorschläge. Also ich habe an der Oper hunderte von Vorstellungen pro Jahr zu besetzen. Diese Besetzung überlasse ich gern der Schwarmintelligenz der Wiener Gesellschaft oder was sich dafür hält. Bin schon gespannt, was da rauskommt. Ja. Aber die Schwarmintelligenz, die Sie wahrscheinlich eher in dem Fall als Unintelligenz lieber bezeichnen würden, die braucht ja dann dort, wer immer es werden soll, eine Loge. Können Sie sagen heute, ja, wer immer quasi sagt, ich möchte Nachfolgerin, Nachfolger von Richard Lugner sein, dass die oder der eine Loge auch bekommt? Nein, denn die Logen bekommen die Donatoren, das sind Mitglieder unseres offiziellen Freundeskreises, die sich nicht nur im Februar an einem Donnerstag für die Staatsoper interessieren, sondern durch ihre Beiträge zum Beispiel das Nest ermöglichen. Das sind jetzt inzwischen, diesen Freundeskreis gab es nicht vor ein paar Jahren, der wurde gegründet 2020 und der steuert inzwischen für dieses Jahr, glaube ich, so 2,3 Millionen Euro bei. Von daher habe ich nichts zu verschenken, nicht einmal am Opernball. War der Herr Lugner in diesem Freundeskreis? Der Herr Lugner war früher nie in diesem Freundeskreis und ich habe ihm dann zu verstehen gegeben, dass wenn er eine Loge sicher haben möchte, das notwendig sein würde und 24 Stunden später war das geregelt. Er hat das voll verstanden. Ich bin mir sicher, es wird sich jemand aus der Bauindustrie oder Ähnlichem finden, der diese Spende macht und dann auch eine Loge kriegt und dann irgendwelche Leute zahlt, die er einladet, damit meine Journalisten dann was zum Schreiben und zum Dings haben und damit sie auch in der bunten vorkommt und so. Und da haben Sie gar keine Vorstellung oder Sie wissen das vielleicht schon und das soll dann ein Coup werden von Ihrer Zeitung? Also nein, ich weiß gar nichts, wirklich. Jetzt habe ich zwei so glamouröse, erfolgreiche Menschen hier sitzen. Jetzt möchte ich kurz noch am Ende der Sendung darüber reden. Größte Niederlage von Ihnen im Kulturbereich? Im Kulturbereich? Ja, bitte bei mir. Beim Sammeln? Ja, alles, was man nicht gekauft hat, bereut mein Leben lang. Man bereut ganz selten das, was man gekauft hat. Was haben Sie nicht gekauft und bereuen es ganz bitter? Na,
Also Thomas Schütte habe ich ein paar nicht gekauft, also einige solche Beispiele gibt es. Ja. Also auch Lasnik zum Beispiel. Und einmal habe ich diskutiert, mit der Elisabeth Baten ein Porträt zu machen vor vielen, vielen Jahren und habe dann, war mir das zu anstrengend, habe das aufgegeben. Das war zum Beispiel ein Riesenfehler. Herr Roschitsch, Ihre größte Niederlage, Sie haben eine glamouröse Biografie hingelegt, an der Oper die größte Niederlage? Habe ich eine lange Reihe. Jeder Abend, der mittelmäßig ist, jedes Projekt, das man nicht umsetzt. Ich wollte, ich habe vor Jahren es geschafft zu überreden, den Romeo Castellucci, dass wir von Messiaen machen, Saint-François d'Assise, das ist eine monumentale Oper, vielleicht eine der drei wichtigsten des 20. Jahrhunderts, ein Chor von 150 Leuten, ein gigantisches Orchester. Wir haben mehrere Anläufe genommen, haben es einfach nicht geschafft, das ins Haus zu kriegen, in den Graben zu kriegen. Jetzt Franz von Assisi ist zu opulent für jetzt, die Wiener jetzt höre ich, dass das eher woanders umgesetzt werden wird. Das ist zum Beispiel sehr schmerzhaft. Das sind echte Niederlagen. Ich danke Ihnen sehr, dass wir das jetzt auch noch hören dürfen. Das war für heute alles von uns. Danke für Ihr Interesse auch bei Ihnen zu Hause. Vielleicht sind Sie jetzt auch neugierig geworden und verbringen jetzt am Wochenende vielleicht in einem Museum oder auch in der Oper ein wenig Zeit. In diesem Sinne ein spannendes Kulturwochenende. Und unsere Sendung können Sie auch auf allen gängigen Plattformen als Podcast jederzeit nachhören oder auch empfehlen, was uns besonders freut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.